Servus Leute. Heute haben wir ein neues Low Carb Rezept. Und zwar ist es eine Art Sushi. Das heißt, ihr braucht Avocado, Lachs und Frischkäse. Geht wirklich sehr, sehr schnell, aber schmeckt echt richtig, richtig gut. Ja, probiert's aus. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. So, wir fangen an. Wir brauchen einmal eine Avocado. Schneiden die mit einem großen Messer auf. Einfach so einmal drumrum. Dann können wir die nämlich schön abdrehen gleich. So, die eine Hälfte legen wir weg. Denkt daran, den Kern immer drin zu lassen, wenn er die aufhebt. Die wird dann dadurch nicht so schnell schlecht. So, wir machen jetzt die trennen die Avocado von der Schale, nehmt dafür einen Löffel oder eine Gabel und ja, zerkleinert das mit einer Gabel. So. Wir würzen das Ganze jetzt mit Salz und Pfeffer. Wir können es dann nochmal ein bisschen zerkneten. So, wir geben jetzt 2 Messerspitzen Sambal Oelek dazu. So eine bestimmte Chili-Paste. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch ganz einfach Chili-Pulver nehmen oder einfach frische Chilis kleinschneiden und mit reintun. Wir verrühren es jetzt nochmal ein kleines bisschen. Am besten nochmal abschmecken und gegebenenfalls mit Salz und Pfeffer nochmal nachwürzen. So, wir haben jetzt schon mal die Grundmasse. Jetzt nehmen wir Räucherlachs, der schon in Scheiben geschnitten ist. Und legen die den vor uns hin. Und machen ein bisschen von der Paste drauf. Ein bisschen verstreichen, am besten am Anfang von der Rolle oder am Ende, damit ihr es auch schön rollen könnt. So, jetzt nehmen wir Frischkäse. Ich habe hier eine fettfreie oder fettarme Variante mit 0,2% Fett. Machen den auf und nehmen da jetzt ein bisschen davon und streichen ihn auch drauf. So, jetzt können wir das Ganze schon zusammenrollen, ein bisschen andrücken und das war's schon. Die erste Rolle ist fertig, das macht ihr jetzt, bis ihr eben die Avocado-Paste aufgebraucht habt. Ja, so einfach geht es. Ihr seht, geht wirklich sehr, sehr schnell und ja, schmeckt echt richtig gut. Ich habe es dann so gemacht, ich esse es immer gerne mit ein bisschen Teriyaki-Soße oder alternativ Sojasauce, könnt ihr einfach dann so rein dippen. Ja, probiert die Geschichte aus, ist echt richtig gut, kann man auch gut mitnehmen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, ciao!